So, hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Die Sims 4. Heute ist der Tag der Tage, wo wir ein Meet and Greet veranstalten. Und unsere ganzen Fans hier sind schon da. Sehr total klasse. Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass hier welche kommen. Guck mal, da ziehen wir uns ein bisschen schnucklig an. Hallo, Nachtag. Guck mal, wir müssen das denn jetzt. Oh, guck mal, jetzt sind unsere ganzen Boys. Unsere beste Freundin ist natürlich auch gekommen. Fürs Kommen danken. Hör mal auf, mit der einen zu quatschen. Komm, wir gehen rein. Ich habe irgendwie, wie das mit den Fotos posen ist. Mich nervt es, dass die sich dann immer auf ein spezialisieren. Und wir müssen jetzt mal ganz kurz gucken. Lustige Geschichte erzählen. Und lustige Geschichte erzählen. Sag mal das, wie geht das jetzt so? Wie kann ich jetzt für Fotos posieren? Für Fotos posieren. Komm, wir gehen aber jetzt hier hin. Na klar. Nein. Sehr schön. Wir nehmen jetzt Witze. Komm hier mal hin. Siege Geschichte erzählen. Oh, Getränke bestellen für. Belohnung verdient. Du hast das Meet & Greet abgeschossen. Deinen goldenen Preis findest du im Haushaltsinventar. Sehr schön. Oh, das freut mich gerade. Ich wie so eine kleine Hirschkuh. Okay, das war's dann. Immer wohl. Was ist denn die Geschichte? Wir können ja hier noch ein bisschen babbeln. Romantisch, fragen, ob Single. Oh, Single. Oh, er mag keine Kinder. So, wir verstehen uns trotzdem eigentlich ganz gut, ne? Okay, ach, mir egal, ich möchte nach Hause jetzt. Egal, tschüss, macht's gut, war schön mit euch, bye bye. Coole Sache, jetzt haben wir unser erstes Meet & Greet. Hinter uns. Schon wieder Herbst. Was ist das denn? Super. Wir können ja.
17. Jetzt sieht es schon wieder aus wie Sau. Hallo, hallo, hallo? Stäuben. Oh. Gut, das wollte ich jetzt tatsächlich nicht. Ich wusste jetzt nicht, was sie mit bestäuben meinten. Ach, alte Zicke. Gut, wir gehen jetzt schlafen. Sehr schön, wir haben unser Meet and Greet veranlasst. Ich muss sagen, in den 2-3 Folgen, die wir jetzt heute schon aufgenommen haben, ist schon eigentlich einiges passiert. Wir haben einen Hund bekommen. Wir sind leider nicht schwanger geworden. Gut, es könnte doch passieren. Der Mann unserer Träume war leider doch nicht der Mann unserer Träume. Wir waren im Urlaub. Wir haben das Meet and Greet veranlasst. Warum? Trocknen. Outfit planen und essen. Also wir sind relativ gut vorangekommen. Das mit dem Urlaub war tatsächlich gar nicht so geplant. Aber ja, warum nicht? So. Das sieht eigentlich so ganz schnucklig aus. Ich glaube, ich lasse mal das. So. Wir müssen daran denken, es wird Herbst. Das sieht echt cool aus, ne, eigentlich. Aber irgendwie ziehe ich immer wieder dasselbe an. Aber das sieht cool aus. Schöne Stiefel dazu. Achso, die gehen ja nie. Ah, nee, das kommt nicht gepackt. Oder? Ein anderer. Warte mal, wir müssen mal andere gucken. Sieht gut aus, finde ich. Lass mal so, oder? So. Oh Gott, das sieht so süß aus. So, warte mal, kann ich jetzt hier nie irgendwas. Kann ich hier mit dem Unhalsband aufzimmern? Die Ohren. Wenn man Tiere anzieht, das mag ich irgendwie so. Okay, das war's schon. Mit Umziehen oder so will ich mich immer nicht lange hier so mit dran aufhalten. Rechnung 1600. Holy moly. Was benutzte Kleider? So, jetzt können wir uns aber mal wieder nach einem Auftritt umhorchen. Wir wollten das ja mit dem geschickt machen. Oh, Detektiv Love. Das wollten wir, ne? Genau, das machen wir auch. Was brauchen wir da genau? Geschicklichkeit. Hatte ich mir da eigentlich jetzt Geschicklichkeit gekauft? Dann hatte ich mir da Geschicklichkeit gekauft. Ja, hatte ich mir gekauft. Sehr schön. Da lernen wir jetzt ein bisschen.
Senderwechsel, das könnten wir mal hören. Ein bisschen Pop. Oh Mann, was macht sie denn? Hier ist ein Patrizio. Achso, ja, der ist wirklich cool. So. Level 3, was brauchen wir? Oh, haben wir ja schon. Hey, Jay, hast du Lust, heute Abend mit mir abzuhängen? Nee, leider nie, Babe. Guck mal, wir haben jetzt Geschicklichkeit. Mehr brauchen wir nie. Morgen um 12 beginnt das Casting. Oh, Mäuschen. Bürsten. So, jetzt bist du dran. Umarmen. Loben. Streicheln, umarmen. Mich würde interessieren, ob die miteinander klarkommen. Soeben beste Freundin geworden. So, jetzt müssen wir halt mal gucken, ob. Na nö. Gut. Hingeschissen. Oh, pfui! Oh, die geht mir wahrscheinlich, ey. Klack, 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 klack. Ist ja bald wieder Winter. Haben wir fast ein ganzes Jahr hier gespielt. Also wir haben jetzt schon ein Jahr gespielt, oder? Wir haben ja jetzt mit Herbst hatten wir angefangen. Was ist das denn eigentlich? Öffnen, öffnen. Wabarani Bayumi. Cebu Anima. Okay, ich gehe nach Hause. So. So, uns geht's eigentlich ganz gut. Wir können eigentlich nochmal schnell auf Klo gehen. Und dann können wir eigentlich. So ist ja okay. Und dann können wir eigentlich meinetwegen mal aufs Schräge umher gehen. Genau, dann gehen wir einfach mal auf das Festival Schräger Humor. So. Und Ziel ist noch, dass wir ein Vampir werden. Da hab ich Bock drauf. Hi, na? Komm mal her, ich muss dich mal umarmen. Geld, Geld, Geld. So, jetzt tun wir uns aber mal den an. Jetzt bald ein angeschlossenes für schelmische Aktionen durch. Okay, wir müssen aber jetzt mal gucken. Guck mal, der hat sich den gelben ange. Superboy. So, hallo. Machen wir jetzt mal schelmische Aktivitäten. Ah,
Ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig ist. So. Hier geht die Party ab. Die Witzbolde haben gewonnen. Oh, das ist ja immer so. Okay, was ist los hier? Achso, okay. Oh lol, das habe ich nie gewusst. Feuerwerk anzünden habe ich... Oh, Mist, habe ich nie gesehen. Habe ich nie gesehen, dass wir dort was machen müssen. Nee, nicht joggen, sondern was ist das jetzt da? So, warte mal, kann ich jetzt mit dir nach Hause gehen, Boy? Na nö. Gut, wo wohne ich hier? Nee, ich wohne woanders, warte mal, ich wohne. Hier? Nee, ich wohne hier. Ja, hier wohne ich. Reisen und kann er da mit? Guck mal, der Boy kann mit! Der Boy! Da freue ich mich mal ein bisschen, wenn der Boy mit kann. Sehr schön, hallo. Du kleiner Mann. Ist arbeitslos. Patricio ist arbeitslos. Nur Don. Öffnen. Shelly ist älter geworden. Shelly ist von einem Welpen zu einem Erwachsener, zu einer erwachsenen Hündin herangewachsen. Sie kann jetzt schwimmen, Treppen hochgehen, spazieren gehen und Tricks lernen. Wenn sie nicht sterilisiert ist, kann sie sich mit anderen Hunden paaren. Ein Hoch auf Shelly. Nee, Shelly ist ja aber... Lol, ich dachte, das war ein kleiner Hund. Gaut's so ein voller Boy. Ach, weißt du was? Komm. Hab ich nicht nötig. Wiedersehen. Nein, stopp. Bitten zu gehen. So. Schlafen. Oh lol, Fuck. Dienstag 12 Uhr. Dienstag 12 Uhr. Wir haben gleich wieder ein Casting. Mal gucken, wie das ist. Ich dachte, es wäre ein Lena und dachte, es wäre so eine. Warum? Warum gehst du nicht hoch aufs Klo?
Achso, ich gehe schon zum Casting. Manche Leute lieben Kunst, aber alle lieben meine bekannten Künstler. Ganz Schauspiel von dir beginne zu malen und ich werde, du wirst in kurzer Zeit Künstler. Ganz Schauspiel von dir beginnt zu malen. Achso. Was, wie war, wenn du die. Was stand da? Schnell. Oh, was. Oh, was ist denn das? Crossing bestanden. Shelly wecken. Was hat sie denn? Zur Tierklinik fahren. Komm, wir gehen mal schnell. Wissen wir, was sie hat? Oh Gott. Wo ist jetzt Ena? Tierklinik. Keine Ahnung, was er hat. Wir müssen auf jeden Fall in die Tierklinik. Und was Shelly hat, werden wir in der nächsten Folge erfahren. Bis dahin.